ich sage, alle Künstler muss ich ein großes Dankeschön sagen, dass sie gekommen sind. Aber einer, das hat mich besonders gefreut, weil der kommt nicht gerade mal von kurz um die Ecke rum. Der ist vom Bodensee angereist, der hat gut 6 Stunden Fahrt hinter sich und hat gesagt, zack, das mache ich komme. Und den habe ich ganz früh auf meinem Weg kennengelernt und seitdem ich ihn kenne, ein ganz sympathischer Mann. Und man kommt zu einem Vogel, mag ich jetzt nicht gerade so, weil der ist nicht immer so freundlich. Sie wissen, von wem ich spreche. Meine Damen und Herren, heute auch für den guten Zweck, so weit angereist für Sie, Fred van Haan und sein Freund Aki! Ich bin schon weg. Verpiss dich. Hör mal zu, wir haben abgemacht, ja? Ja. Wenn das nicht so funktioniert, wie ich das will, ja? Dann setze ich mich raus ins Auto, fahre nach Düsseldorf auf den Flugplatz und dann geht's ab in Urlaub. Wo willst du denn hin? Nach Thailand, du Sau. Ich nehme meine Frau mit, dumme Sau. Kannst ja froh sein, dass meine Frau das nicht hört. Ist die nicht da? Natürlich ist die da. Toilette. Jetzt schon? Hey, jetzt schon. Du weißt genau, meine Frau leidet unter Blasenschwäche. Was? Blasenschwäche. Das verstehe ich nicht. Das war doch früher ihre Stärke. Wie meinst du das? Frag die Leute, die haben es verstanden. Ja, die haben es verstanden, ist gut. Mann, du fängst schon wieder gut an, du. Ist ja gut, Junge, ganz ruhig. Ach du Scheiße. Was denn? Edgar ist auch gut. Wenn du so weitermachst, ja, kommt Edgar, jetzt, der hat die Schnauze langsam voll, immer den ganzen Abend, ja, kommt er hier hoch und er rupft dir die Federn. Oh, du willst dich nackt sehen. Wenn der nackte Hühner sehen geht, dann geht Wiener weiter, tanzen ja an der Stange, halte Scham jetzt. Hör jetzt auf mit einer blöden Randaliererei, ist okay? Ist ja gut. Mann, die werden ein anderes Tier nehmen, so wie so einen blöden Vogel, du. Was soll das denn heißen? Andere Tiere sind viel braver als du. Ach, du kennst dich aus mit Tieren? Na sicher kenne ich mich aus mit Tieren. Okay, wo hat ein holländischer Hund seinen Arsch noch? Keine Ahnung, an anderen Ende der Leine. Jetzt reicht's, ja? Ist gut. Also. Was guckst du, Edgar? Mann, ich hätte wirklich im Hotel bleiben sollen und weiter essen, ja? Du hast gegessen? Jawohl. Im Hotel? Im Hotel. Und wie war's? Ja, ich möchte jetzt niemand zu nahe treten, in Belgien, aber war ein bisschen überwürzt. Was? Zu viel Gewürz. Was ist denn das? Weißt du nicht, was Gewürz ist? Nein. Was tust du morgens auf deine Eier? Ach so, du meinst Nivea-Creme. Na, nicht Nivea-Creme. Salz. Nivea-Creme. Du bist doch wirklich selten blöde, weißt du das? Ist ja gut. Ja, ist gut. Mann. Mach mir hier nicht die Frauen an. Halt dich aus. Ich bin so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Ja, komm jetzt, hör auf jetzt! Das ist doch ein blöder Spruch. Was sollen meine Kollegen da hinten von uns denken? Wo hinten? Hinter uns. Ach du Scheiße.
Guck mal den Dicken da. Wie schwer ist denn der? Das verrät er dir nicht. Na komm, nur die ersten zwei Zahlen. Wenn du so weitermachst, kriegst du nie im Leben eine Frau, weißt du das? Ist mir doch scheißegal, ich halte sowieso lieber wie die Skifahrer. Wieso, wie halte die Skifahrer? Lieber zwei lose Schnallen als eine feste Bindung. Ja Gott, jetzt. Da ist das aber anders gemeint, du Blödmann. Ach so. Ja, ach so. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, du. Weißt du das? Wer denn? Das ist der Fotograf. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Was lachen ihr Hühner da? Jetzt ist der Hahn da, ja? Okay, komm. Du bist überhaupt nicht der Hahn. Du hältst dich raus, okay? Ist gut. Also, und Edgar, du hältst die Schnauze. Da, Edgar sagt kein Ton. Edgar sagt überhaupt nichts, okay? Dem traue ich nicht. Du kannst Edgar ruhig trauen. Ist er sicher? Ja. Ich habe heute Nacht an seiner Tür gelauscht. An seiner Tür? Ja. Seine Frau hat geschrien. Wow. Habe ich echt gewundert. Warum denn? Ich wusste gar nicht, dass Zalando nachts ausatmet. Zalando kommt nicht nach Nacht. Ausliefert. Blöd. Wusste nicht, dass Zalando nachts ausliefert. Hör zu jetzt. Es reicht, okay? Ja. Also, wir sind nicht gekommen, dumme Sprüche zu machen. Nein. Nein, wir sind gekommen, um den Leuten mal zu zeigen, dass wir etwas können. Wer? Ich? Na klar, du. Ach du Scheiße. Ja, vielleicht sollst du mal vielleicht einen Beruf ergreifen, damit du weißt, wie man sich in einer Gesellschaft zu bewegen hat. Hatte ich doch schon. Was heißt, da hattest du schon was mit gearbeitet? Düsseldorf. In Düsseldorf? Flugplatz. Auf dem Flugplatz, wo? Tower. Im Tower? Das ist ja prädestiniert für dich, du als Vogel im Tower, da kann ich mir gut vorstellen. Vergiss es. Warum denn? Ich kann sie entlassen. Und weshalb? Fehler gemacht. Ein Fehler, was passiert? Ich hatte in der Nacht Dienst. Plötzlich kommt ein Funkspruch. Achtung, Achtung, hier spricht der Kapitän. Ratet mal, wer jetzt reinkommt. Ja und? Da habe ich in Düsseldorf das Licht ausgemacht und habe gesagt, okay, dann ratet du mal, wo wir sind. Jetzt bist du arbeitslos. Nein, jetzt habe ich ein Hotel. Ein Hotel? Ja. Wo denn? Im Berchtesgadener Land. Im Berchtesgadener Land? Ja. So toll, wie ist denn hingekommen? Im Auto. Ja, toll. Weiß ich, aber du hast ja keinen Führerschein. Mit einer Freundin. Mit einer Freundin. Wo bist du losgefahren? In Köln. Und direkt runter ins Berchtesgadener Land? Ja, sicher. Und hast du einen Matzmann gezeigt? Ja, sicher, gleich nach Frankfurt. Wenn dich mal einer fragen sollte, der Watzmann ist ein Berg, du Angeber. So habe ich das noch nie gesehen. Jetzt gib nichts an, unter deinem Federkleid sowieso nicht viel. Hör zu, wenn ich das Federkleid ausziehe, denkst du, die Feuerwehr hat was liegen lassen. Ach komm, jetzt hör auf jetzt. Feuerwehr hat was liegen lassen, das wohl ein Rad ab, oder? Ist ja gut. Ja, ist gut. Wie heißt das Hotel? Habe ich genannt nach einer Frau. Oh, Hotel Claudia. Nein, so dumm und ganz. Weißt du was, du kannst heute Nacht nach Hause laufen. Weißt du das? Echt? Jawohl. Ich habe sowieso auf dich da draußen gewartet. Ich hatte zu tun. Was hast du diese Zeit zu tun? Ich werde Vater. Wann denn? In 9 Monaten. Hör zu, du Komiker, ja? Da kann man trotzdem pünktlich hier sein. Ich war auch schon in St. Vith, ja? Im Winter. Echt? Jawohl. Da hatte Nebel. Du hast die Hand nicht vor Augen gesehen.
Nebel? Nebel. Oh, schlechtes Wetter für die Homosexuellen. Warum denn? Kannst du keinen Arsch sehen. Mach nur weiter so. Echt? Ja. Hab langsam die Schnauze voll von dir. Ist ja gut. Ja, ist gut. Hör zu. Hör auf mit einer blöden Flirterei. Halt dich raus. Wenn du weitermachst, gehst du ab in deine Kiste. In die Kiste? In die Kiste. Was ist eine Kiste? Du gehst in einer Kiste schlafen. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Ich hatte nachts ja so Albträume. Du träumst? Ja, in Englisch. Du kannst doch gar kein Englisch. Mit deutschen Untertitel. Darf man fragen, was du träumst? Ich sage doch Albträume. Ja, was hast du geträumt? Leute, ich war ganz alleine im Bett. Mit Claudia Schiffer. Heidi Klum. Und Naomi Campbell. Und was war da so schlimm dran? Ich war Hella von Sinnen. Hinter, guck so komisch. Das ist ein schickes Hemd an, war bestimmt teurer. Als es noch modern war, meine ich, halte die Schale zu. Pass mal auf, ja? Edgar, ja, weiß ich aus zuverlässiger Quelle, der kleidet sich immer sehr modern und ich habe gehört, auch manchmal ein bisschen erotisch. Edgar, sag nicht, du trägst Strapse. Nein. Edgar ist ein Mann vom Welt. Ja und? Ja, der trägt doch keine Strapse. Nein. Ein Mann von Welt, der trägt zum Beispiel Unterhosen von Calvin Klein. Weißt du das? Das steht auf dem Bund Calvin Klein. Edgar, ist das nicht lächerlich, wenn da oben drüber steht Klein? Ja, ihr lacht! Als der 18 war, stand da noch Schießer drauf. Ja, vergiss jetzt! Hast du auch solche Hosen? Was denn? Calvin Klein. Nein, bei mir sind ja vier große Buchstaben. Boss. Ganz ruhig, Nädels, ganz ruhig. Eine typische Mogelpackung. Was heißt eine Mogelpackung? Es steht Boss drauf. Was ist drin? Nur ein Stift. Lieber Freund, es wird immer langsam stinkig, du. Ich riech's schon. Ja, Edgar, du hast gut lachen. Ich stehe neben dran. Halt den Schaden jetzt. Das ist mein Eau de Toilette. Da schmierst du ins Gesicht. Ich zieh ab. Eau de Toilette ist das Gegenstück zum Aftershave. Und das Zeug riecht bis hier hoch? Ja, bis hier hoch. So blöd kann überhaupt niemand sein, wie du immer tust, Mensch. Ist ja gut, Junge, ganz ruhig. Ist der krank? Warum denn? Die hat gerade gehustet. Mein Gott, dann lass die Dame weiter husten. Nimm Rizinusöl. Rizinusöl? Dann muss sie nicht mehr husten? Das schon, aber sie getraut sich nicht mehr. Ach komm, jetzt hör auf jetzt. Ich schwöre dir, sie werfen uns hier raus. Ist mir scheißegal, ich kann fliegen. Ja toll, super. Meine Kollegen, also, sie werden kein Wort mehr mit mir reden. Musiker, ja. Weißt du, wie viel ein Musiker trinken muss, dass er 0,5 Promille hat? Nein, 3 Tage nix. Hey. Der hat schon wieder bestellt. Ja.
Musiker da ist in der Band? Wer ist denn der geilste Musiker? Der Schlagzeuger. Warum denn? Der hat einen Blick auf den Ständer. Becken auf, das braucht man zum Musik machen. Ach so, ja. Edgar, was hast du nicht verstanden? Ne? Was ist denn Becken eigentlich? Ja. Das hat er schon verstanden. So, das Ganze, lass Edgar jetzt in Ruhe, okay? Ist gut. Also, fangen wir mal von vorne an. Den ganzen Scheiß nochmal. Nicht den ganzen Scheiß nochmal. Mann, ich wollte den Leuten zeigen, dass wir was können. Was machst du? Schmeiß mir die ganze Runde wieder, okay? Ist ja gut, Junge, ganz ruhig. Ganz cool. Detlef. Ich bin ein Mann. Das sagst du. Irgendwann gehe ich zu Obi, ja? Und dann hol ich mir einen großen Stock, dann kriegst du Drachprügel. Warst du schon bei Obi? Ja, ich war schon bei Obi. Letzte Woche, vergiss es. Wieso denn? Da war nirgends ein Verkäufer zu finden. Ist doch ganz logisch, hast du am Fernsehen geguckt? Warum denn? Die Dödel sitzen alle im Stadion und verkaufen eine Kreissäge. Das ist Werbung, du Blödmann. Du hast von Werbung ja auch so keine Ahnung. Bist du sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Das ist nur eine Dummheit im Kopf, also dazu. Also, wenn du die Dame schon so anmachst, ja, dann mach das nett, lad sie ein zu irgendetwas, ja? Aber mach es nicht so doof an, okay? Darf ich dich einladen zum Griechisch grillen? Griechisch grillen? Ja, ohne Kohle. Fang jetzt du nicht auch noch an mit den Griechen, okay? Die Angela Merkel ist schon genug unbeliebt bei den Griechen. Jetzt fängst du auch noch an. Das bin ich auch noch unbeliebt. Du kennst Angela Merkel? Ja klar, du lachst. Weißt du, was die in ihren alten Klamotten macht? Was denn? Sie trägt sie. Ach, halt dich. So, das kann doch wohl nicht wahr sein. Kannst du ja nicht im Ausland über unsere Bundeskanzlerin herfallen? Ich habe nichts gesagt, das hat sie selbst gewusst. Ach, ich habe es gar nicht gewusst, ja? Mann, warst du letztes Jahr in Deutschland auch bei Wählen? Ja, sicher. Was hast du gewählt? Das Falsche. Du bist einer von den FDP-Wählern, stimmt's? Ja, sicher. Die haben doch gut zusammengepasst. Wer hat gut zusammengepasst? Die Gelben und die Schwarzen. Findest du? Ja, sicher. Auf der einen Seite Angela Merkel, auf der anderen Seite Guido Westerwelle. Und die haben zusammengepasst? Na sicher. Auf der einen Seite diese unheimliche weibliche Eleganz. Auf der anderen Seite Angela Merkel. Also mit dir kann man doch wirklich nichts anfangen, ja? Dauernd hast du nur irgendwo was rumzumeckern. Gibt's nichts auf der Welt, wo dich glücklich macht? Oh doch. Was denn? Der Essenskorb. Der Essenskorb, ja? Du glaubst nicht, dass du... Fass mich nicht an. Don't touch me. Ich nach dich alle. Süße kleine Safari-Spuchtel. Sag du noch einmal Safari-Schwuchtel zu mir, ja? Safari-Schwuchtel. Komm mir nur mal nach Hause, mein Lieber, ich werde dir was erzählen, du. Echt, jawohl. Ich werde dir in den Hintern treten, aber ganz langsam. Das ist ganz schön doof, ja? Erzähl du nicht immer, dass ich doof bin. Ich habe gar nicht, du sollst gleich mal zum Militär, damit du weißt, was es heißt, Erziehung zu genießen. Da wird man richtig gedrillt. Militär? Jawohl, war ich schon. Du warst beim Militär. Ja, dann nehmen die solche Typen wie dich. Die nehmen alles. Lach nicht, die hätten sogar den genommen. Er könnte den Feind verwirren. Hey, jetzt möchte ich mal gerne wissen, was so ein blöder Mann wie du bei der Bundeswehr überhaupt gemacht hat, ja? Ich habe Spiele organisiert. Ihr habt gespielt, ja.
Handball, Federball, Fußball? Nein. Wir haben sie im Kreis aufgestellt, um gegenseitig Handgranaten zu werfen. Und wenn da eine explodiert, der scheidet aus. Das ist ein Scheißspiel. Aber Todsicherung? Ja, jetzt hör auf. Todsicherung. Ein Blödsinn, das gibt's überhaupt gar nicht. Du hast den drüben angesteckt, der hustet auch schon. Wen meinst du denn? Na, die Rothaarige. Du hast auch rote Haare. Das ist Natur. Es gibt auch Menschen, die rote Haare haben. Die nicht. Guck da hinten, was denn? Eine Blondine. Wo? Die kam auf der Toilette. Wo denn? Da hinten, die hat sich hingesetzt. So kriegst du nie eine Frau. Hey, mach dir keine Angst, ja? Hat sogar einen Heiratsantrag noch gegeben. Wo denn? St. Fied. Was da reingeschrieben? Suche Frau. Diskretion Ehrensache. Religion Privatsache. Geld Hauptsache. Alles andere Nebensache. Ach ja, super. Toll. Ein- oder zweispaltig? Sag jetzt nicht, dass jetzt in St. Fied auch. Nein, natürlich nicht. Wir sprechen doch von Inserat. Einspaltig. Gut. Und wie soll deine Frau aussehen, die du heiratest? So wie eine Frau aussieht. Nein, ich meine das von der Haarfarbe. Blond, brünett, schwarzhaarig oder vielleicht sogar rote Haare, wie deine Federn sind. Blond. Du stehst auf Blondinen, sieh. Dann muss ich dir aber auch warnen als Mann. Wieso denn? Blond ist nicht immer gleich blond. Edgar, verstehst du das? Er versteht es nicht, ich auch nicht. Dann muss ich es mal anders sagen. Es ist nicht immer so, wie es aussieht. Edgar, verstehst du das? Versteht er auch nicht, ich auch nicht. Gut, dann erkläre ich es mal für die ganz Doofen. Also für dich, Edgar. Na, für dich! Ich hatte mal eine Freundin, die war oben blond, unten war die dunkel. Ich hab's gewusst! Was denn? Blondinen sind nicht überall doof! So, jetzt reicht es. Was soll das heißen? Ich hab die Schnauze voll. Dieser Edgar, was dazugelernt, ja? Der hat nichts dazugelernt. Bei dir kann man nichts dazulernen. Wer sagt das? Ich sag das. Ist das stinkig? Ja, ich bin stinkig. Lach nicht. Das hat die Verbindung gekostet. Hat der Mundgeruch. So, was kannst du denn machen von den ganzen Leuten von mir? Wieso denn? Hab Mundgeruch. Der liebe Gott hat auch eine Seele eingehaucht. So wie du riechst, hast du dir einen gefurzt. Jetzt ist genug, jetzt sagst du Tschüss. Okay, wir sagen Tschüss, Arrivederci. Bis zum nächsten Mal, der schöne Aki und Scheißechen. Tschüss zusammen, danke. Ganz geil. Ein ganz geil machen wir noch. Okay. Scheißzugabe. Was heißt der Scheißzugabe? Zahl keine Sau. Hm? Ja, du lachst, du kennst den Peter nicht, den Geiziger. Der Peter ist nicht geizig. Hättest du Silvester reden sollen. Was hat der Silvester gemacht? Läuft ein Frosch auf die Straße und knallt mit der Tür.
Silvester, das kannst du jetzt auch in die Haare schmieren, werde ich dir nicht mehr, einladen. Weihnachten auch, ja? Wieso denn? Was hast du zu Weihnachten noch geschenkt gekriegt? Ein Bluthund. Ein Bluthund? Ein Yorkshire Terrier. Ein Yorkshire Terrier ist sogar ein Bluthund. Wenn du drauf stehst schon. Wusste ich doch ganz genau. Was hast du zu Weihnachten noch gewünscht? Taschenlampe. Eine Taschenlampe, hättest du von mir auch haben können. Was machst du mit der Taschenlampe? Mit der gehe ich nachts in den Park zum Knutschen. Mit der Taschenlampe, ja? Ich war früher auch im Park beim Knutschen ohne Taschenlampe. Da kommt mal deine Frau genau an. Hör zu, ich habe eine hübsche Frau. Ach so, du hast zwei. Meine Frau, die war sogar schon Nummerngirl. Ich weiß, in der Blindensitzung in Köln. Halt den Schlag jetzt! Was ist es denn jetzt wahr? Und Silvester kannst du nicht mehr zu Hause bleiben. War doch schön, Silvester. Ja, es war schön, bis zu dem Augenblick, als du reingekommen bist. Edgar hätte da sein sollen. Seine Frau im bordellroten Abendkleid. Edgar, Entschuldigung, er meint Bordeaux-rot. Das kann schon sein, aber das Dekolleté war viel zu tief. Jetzt krieg ich hier keinen Blödsinn, ja? Abendkleider haben tiefe Dekolletés, das wäre sie keine Abendkleider. Das kann schon sein, aber das war zu tief. Pass auf, du kannst den Edgar fragen. Edgar ist ein erfahrener Mann, ja? Der weiß genau, Abendkleider haben tiefe Dekolletés, sonst wäre es keine Abendkleider. Stimmt das? Es stimmt. Das kann sein, aber das war trotzdem zu tief. Pass auf, ich will jetzt hier vor Edgar nicht angeben, ja? Aber meine Frau, die kann tiefe Dekolletés tragen. Hat die Haare auf der Brust? Natürlich nicht. Dann war es zu tief. Jetzt sagst du Tschüss.